Ja, moin, meine kleinen Bitcoin-Bärchen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt die Sonne. Und ausnahmsweise sitzt ihr vor dem Rechner, weil es regnet. Ähm, Spaß beiseite. Heute geht es mal um das Thema USV. Ich bin da ja so ein Freund von. Für manche vielleicht oversized, aber ich kann es halt nur empfehlen. Heißt, ich habe mir folgende USV zugelegt die hier von eaton soll gar keine schleichwerbung sein. es gibt andere, größere, fettere, die auch vielleicht noch mehr funktionalitäten mit sich bringen. aber nur damit ihr es weist, äh, damit ihr es wisst, weißt mein gott. Ähm, darum geht es hier heute. wir wollen mal diese usv mit dem äh, raspberry blitz, also mit einem raspberry pi, ähm, ja quatschen lassen, damit wir das dieses, diesen Raspberry Blitz gezielt herunterfahren können durch diese unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ähm, sollte es also zu einem Stromausfall kommen, möchte ich ganz gerne eine überbrückte Zeit X haben und sollte diese Zeit nicht ausreichen, soll der Pi äh, runterfahren. Genau. Und dazu habe ich von einem Community-Mitglied eine ganz nette Anleitung mit auf dem Weg bekommen. Äh, wonach ich auch schon Ausschau gehalten habe. Und zwar wird es hier so ein Manual für, eine, für, ein, für ein Skript, was man dann hinterlegen muss, konfigurieren muss. Ähm, ich werde das natürlich auch in den Notizen hinterlegen, aber hier könnt ihr alles nochmal selber durchgehen, auch nochmal ein bisschen im Detail nachlesen. Die Anleitung ist nicht so kurz. <laughs> ich werde also jetzt nicht mega detailliert darauf eingehen, aber die Syntax... Und ganz kurz, worum es geht, schnappe ich mir hier raus. Ähm, hier ganz am Anfang, Selected Driver. Und diese URL bitte auch mal öffnen. Hier gibt es verschiedene USV-Konzepte mit den entsprechenden Treibern hier ganz rechts zu sehen, die ihr dann implementieren könnt, wenn ihr also genau wisst, ähm, um welche USV sich handelt. Es sich handelt. Aber auch in der Anleitung wird darauf aufmerksam gemacht, dass man auch mit den Basics, die hier vermittelt werden, es auch mal einfach probieren sollte. Auch wenn man hier bei Network UPS Tools nicht den entsprechenden Treiber findet. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Kommen wir zum Eingemachten. Ihr connectet euch mit eurem Blitz, springt zurück ins Terminal und... Ja, Schnappt euch am besten die Anleitung, legt euch die zur Seite, und dann kann es auch schon losgehen mit sudo apt-get install nat, also installing network ups tools. Ja, einmal mit Ja bestätigen. Und im Anschluss müsst ihr nochmal den Driver euch besorgen. Auch in der Anleitung steht hier ein Link zu networkappstools.org. Ähm, sucht euch da eure USV raus und die Beschreibung von eurem Driver. Äh, wenn ihr da nichts finden solltet, dann macht einfach so weiter wie in, dem, wie in diesem äh, Manual, was, ihr, was ich euch mitgegeben habe. Ja. Also unter Driver auch dasselbe eintragen. Ich habe das gemacht, weil das für meine USV so dort steht. Deswegen weiche ich da auch gar nicht ab von der Beschreibung. Genau, aber wenn ihr das gefunden habt, dann geht es weiter zu Configure the UPS und zwar sudo nano etc.nat ups.conf Ja, hier auch noch mal ein längeres Config-File, aber das ist noch überschaubar. Wie man sieht, ist alles durchs Slottenkreuz kommentiert, also sind die Sachen auch nicht aktiv. Ihr könnt also bis nach ganz unten springen, Maximum, Retry, das kann man so lassen. Also das sind äh, neue Versuche, um mit dem Driver die USV anzusprechen. Es folgt eine eckige Klammer und hier könnt ihr auch von der Beschreibung abweichen. Ihr müsst es nicht unbedingt RPHS nennen. Ihr könnt da auch reinschreiben: Shitcoins sind bekackt oder einfach was ihr möchtet. In meinem Fall habe ich einfach LN für Lightning UPS genommen. Klammer schließen, kurz gerade rücken. Driver gleich USB-HID minus UPS. Das ist der. Treiber, der für meine Iden-Klamotte da zuständig ist. Port kann man hier auf Auto lassen. Ähm, hier natürlich vorweg, äh, ihr müsst die USV mit dem mitgelieferten USB-Kabel natürlich connecten, also in den entsprechenden Port reinstecken. Und das ist auch nur ein Platzhalter hier über DSC. Äh, DSC. Puh, ich habe einfach hier Iden 3S, das Modell, was ich habe, eingetragen. Und dann ist man auch schon fertig. Dann kann man mit Ctrl O und dann Ctrl T in dieses Menü kommen. Dann sucht man sich einfach die Datei, die man gerade wieder überschreiben möchte, also in der man gerade sitzt. Mit Enter bestätigen und mit Ctrl X könnt ihr da wieder rausspringen. Nun können wir zu dem Punkt Configure the Daemon gehen und zwar. Geben wir hier ein sudo nano slash etc slash nut slash nat.conf. Recht überschaubar. Ihr müsst eigentlich nur ein bisschen nach unten zum Mode springen und äh, von None auf Standalone ändern. Alles, was ich hier gerade noch zu erzählen, ist natürlich ausgeschmückt in der Anleitung. Könnt ihr nochmal alles in Ruhe dort nachlesen. Jetzt gehen wir rüber zu dem nächsten Punkt: Verify Hardware Configuration. Also sudo ups drvctl eingeben und start. Mit Return abschicken. Und dann gucken wir mal, ob er schon mit der USV kommunizieren kann. Ups, fail to start. Ja. Das ist okay. Hier sehen wir auch die drei Versuche, die unternommen werden. Ähm, an der Stelle müsst ihr einmal den Raspberry Blitz sauber herunterfahren und dann wieder alles einschalten. Und dann sollte das auch ohne Probleme gehen. Wenn das nicht Hilfe helfen sollte, dann auch einmal die USV neu starten. Aber achtet darauf, eure Peripheriegeräte, die dort angeschlossen sind, sind natürlich auch mit mit einem Hubs weg. Ne? Also vorher nachdenken, bevor man was ausschaltet. So, wenn ihr den Neustart gemacht habt, dann gerne nochmal testen. Sudo, OPS, DRV, CDL und Start. Und dann sollte das Bild erscheinen. Und ähm, ja, dann sollte eigentlich alles klappen. Dann ist der Driver auf jeden Fall funktionstüchtig. Dann gibt es noch einen Service, den wir. Ein, ein Status, den wir abfragen können. Sudo Service. Nat-Server Status. Genau. Hier sehen wir einmal Grün, Active. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Unten auch Connected to UPS. Äh, LNUPS. Das ist also. Das sieht gut aus. Da können wir weiter mit arbeiten. Und nun können wir nochmal ein paar Specs abfragen. Äh, dazu geben wir ein UPSC und dann bitte den Namen, den ihr für eure ähm, ja, Verbindung da genommen habt. In meinem Fall ist es halt nicht wie in, dem, in der Anleitung RPHS, sondern LNUPS. Und hier sehen wir halt ein paar Specs. Also welcher Typ ist das? Ja, mit welcher Firmware, welche Leistung die hat und so weiter und so fort. Ähm, mit den Batterietypen und Blabli Blub. Einfach mal so aufgelistet. Ich habe hier die Iden 3S 550 ist nicht wirklich mega dick ähm, für die Sachen, die ich da dran habe, Hält die so roundabout 20 bis 25 Minuten, je nachdem was wie viel gerade an. Strom sorgt, also ich habe da einen Router dran, ähm, dann noch äh, so ein, so ein, so ein, so ein LWL-Modul und den Blitz. Und äh, ja, damit komme ich so in meinem Test. Lief ich bei, lief ich so um die 22 Minuten. So, jetzt habe ich die ganze Zeit aufgenommen, <laughs> ohne Mikro, hing noch an einem anderen System. Also die anderen Sachen musste ich alle drüber sprechen. Kein Bock, nochmal alles neu aufzunehmen. Egal. Machen wir weiter. Jetzt sollte das ja klappen. Ähm, und zwar gehen wir jetzt in UPSD-Users in folgendes File. Ne? Äh, steht unter Configure the Monitor. Also sudo nano etc not ups users. Genau. Und nun sind wir auch in dem File drin und jetzt werden wir mal ein paar Sachen noch anpassen und zwar nehmen wir mal hier das Ladenkreuz bei Admin weg, Password wollen wir, Actions des auch und hier my pass hier tragen wir jetzt das Kennwort ein, was ihr benutzt, um euch einzuloggen in den Raspberry Blitz, denn der Admin muss ja auch am Ende über das Skript noch mal den Befehl ausführen dürfen oder das Skript muss als Admin das quasi ja ausführen, dass es auch einen ordentlichen Shutdown gibt. Genau. Dann hacken wir hier mal rein. Kennwort 123. Dann gehen wir, das können wir so lassen. Action Set, CMD ist All können wir auch lassen. Jetzt gehen wir zu dem UPS Mon. Hier nochmal das Lattenkreuz raus und hier und hier. Das können wir so lassen. Ich glaube, das Config-File müssen wir an der Stelle nicht mehr anpassen. Ich gucke nochmal kurz über die Anleitung. Nö, das dürfte eigentlich so hinhauen. Gut. Dann wieder. Control-O, Control-T und das entsprechende Pfeil hier finden. Wir haben also geöffnet OPSD-Users. Damals Enter, fertig, Control-X und raus an der Stelle. <music> Meine Damen und Herren, wir unterbrechen kurz unser Programm für eine Live-Schaltung an den Ort des Geschehens mit Egge. Herzlich willkommen zu Aktuell und Schnell. Das absolut undenkbare ist passiert. Auch Bäcker Lutz um die Ecke musste seine Preise erhöhen. Dann werfen wir noch mal einen Blick in die Anleitung Next. Ähm, sudo nano slash etc slash nat ups mon.conf. Ja, das ist ein längeres Config-File. Hier kann man noch diverse Settings machen. Ähm, auch, auch in, in Log-Dateien reinschauen oder was auch immer. Ähm, Mache ich jetzt aber nicht. Ich halte mich mal eben kurz an die einfachsten Basics. Wer Bock hat, da noch so ein bisschen rumzufummeln und möchte sich da ein bisschen austoben, kann das gerne machen. Also einfach loslegen und reinschauen. Ich habe eigentlich nur folgendes geändert: Kommentar hier entfernt unter Examples, Monitor, my UPS und ich meine. Da kommt auch wieder der Name rein, den ich vorhin vergeben habe. LNUPS. Localhost können wir so lassen. UPS-Mon. Hier habe ich wieder das Kennwort eingetragen, damit mein PI auch, mein Blitz heruntergefahren werden kann. Denn ohne entsprechende Kennwörter wird man hier abgewiesen. Ich glaube, ich habe eigentlich alle Settings gelassen. Ich glaube, ich gucke mal eben drüber. Also ich hatte das Ganze ja schon mal im Testszenario. Äh, Shutdown, Command, ja, hier auch wichtig. Das wird nachher ausgeführt. Ich glaube, dieses Plus Null steht dafür, dass er das eigentlich jetzt tun soll. Normalerweise kommen da äh, Sekunden rein, also 60 Sekunden, eine Minute. Aber ich trage jetzt einfach mal Now ein. Das hatte ich nämlich in meinem Test auch gemacht. Jupdi Jupdi, wir gucken mal, was hatte ich denn da noch? Poll, ja, Frequenz, Dead Time. Nee, ich glaube, ich habe die Basics alle so gelassen. Momentan Notification Flag. Ja ja, also man kann hier echt noch ein paar geile äh, Klamotten machen, aber die lasse ich jetzt alle mal hier für den Test weg. Genau. Guck noch mal eben hier drüber, bei mir auf der anderen Seite. Das habe ich alles so gelassen. Also ctrl O, Control T, dann UPS so, Conf, gefunden, abgeschickt und raus damit. Genau, so wie das Fall jetzt aktuell konfiguriert ist, würde es so laufen. Wenn keine Spannungsversorgung mehr geleistet werden kann von der USV, gibt es also eine Rückmeldung und der Admin wird automatisch das herunterfahren. Also er erwartet dann wirklich auch so lange bis kurz vor knapp. Ähm, ja, ansonsten wer das halt anders haben möchte, muss sich das noch mal entsprechend konfigurieren. Und hier auch ein Tipp, wenn, selbst wenn ihr Bock habt, noch andere Settings vorzunehmen, macht das nur Stück für Stück, weil wenn ihr was nicht klappt und ihr 20 Konfigurationen angepasst habt, dann wisst ihr nicht, woran es denn jetzt liegt. Also ich würde empfehlen, wirklich ein, zwei Sachen austesten, also konfigurieren, austesten. Und wenn das so funktioniert, wie ihr das möchtet, dann kann man sich weiter ranwagen. Außer ihr habt voll den Plan und wollt das halt, ihr wisst, was ihr tut, aber wenn ihr nicht zu 100% sicher seid, welche Optionen wofür denn sind, dann, dann lasst das am besten sein. Weiter geht's im Kontext. Ein bisschen weiter runter scrollen. Ich flieg mal eben drüber. Notify Flag. Das habe ich hier mir alles erstmal gekniffen. Ich habe mich eigentlich nochmal um Permissions gekümmert, denn wir müssen da nochmal ein bisschen was anpassen. Damit der Owner ein bisschen hier fluffiger läuft, Hier wir folgendes Statement nochmal ein: Slash Sternchen. Weggeschickt. Dann noch mal eine Berechtigung anpassen. Um, 640 etc. nut slash upsd. Zack. nut Ups. Mon. Das sollte richtig sein. Abschicken. Ja, eigentlich war es das jetzt auch. Wir können uns noch mal ein paar Kommandos angucken lassen, wenn welche zur Verfügung stehen. Das ist immer davon abhängig, was für eine USV man auch vor sich hat. Ähm, bei mir steht jetzt hier nicht so wirklich viel drin, aber es gibt halt, aber es gibt halt äh, andere Fälle. Aber das gibt so viele Anlagen auf dem Markt. Testet euch da einfach mal durch. Was geht, auf was ihr Bock habt. Also, wenn ihr bis gekommen seid und habt keine Schwierigkeiten gehabt mit irgendwelchen Connections Treibern, äh, Config Files anpassen etc. Pp, dann kommen wir zu Testing the System. Sudo service nat-service. Ey, das ist nicht Service, sondern Server. Restart. Das dauert ein Weilchen. So, da ist fertig. Und dann noch einen. Einmal den Server und einmal den Client neu starten. So, das geht schneller. Ja. Eigentlich sollte jetzt ein, äh, alles fertig sein. Und was muss man jetzt machen? Ich werde jetzt mal rüberschleichen, den Stecker ziehen und dann sollte eine Nachricht erscheinen, dass das Gerät jetzt auf Batterie läuft. Okay. Jetzt bin ich mal eben von dem Westflügel in den Ostflügel und wieder zurück in den Westflügel gerannt. Und wie ihr sehen könnt, hat das System von alleine erkannt, dass es auf Batterie läuft und kurze Zeit danach wieder Line Power erhält. Also wieder am Strom ist und hier würde jetzt in dem Fall nichts passieren. Ich habe das Ganze ja schon einmal, einmal in einem Testszenario durchgespielt. Deswegen werde ich euch gleich einfach nur noch mal einen Screenshot. Zeigen von dem Prozess, wie es denn dann aussieht. Also kurz eigentlich nur beschrieben, er erkennt natürlich wieder, ah, halt, ich laufe auf Batterie. Und in meinem Fall war das natürlich jetzt so konfiguriert, dass das äh, Gerät weiterläuft und irgendwann neigt sich dann die Leistung der USV dem Ende. Man bekommt dann auch noch mal kurz ein Statement zurückgeliefert, zum, zum, sofern man halt eine Shell auf hat. Und ähm, und dann am Ende von der Laufzeit, das waren bei mir knapp 22 Minuten, hat man halt: The system is going down for power off. Mit Datum, Uhrzeit und am Ende nochmal äh, eine konkrete Bestätigung, wann es dann heruntergefahren wird. The system is going down for power off now. Und dann ist das alles auch aus, heruntergefahren und ja, ähm, nun kann man natürlich noch eine weitere Spielerei machen. Und zwar könnte man noch eine E-Mail-Benachrichtigung einschalten, aktivieren. Hat in meinem ersten Test nicht richtig funktioniert, weil ich ein Protokoll nicht installieren konnte. Da gab es noch ein bisschen Zickerei. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich wollte jetzt aber hier auch nicht einen dicken Mail-Server aufsetzen und dann da dran rumfummeln. Ich würde mir das nochmal in Ruhe angucken und dann vielleicht nochmal einen neuen Teil dazu drehen oder einen zweiten Teil. Um, ich habe aber schon länger ein, über Telegram einen ähm, Bot laufen, Lightning Watchbot, der informiert mich auch immer darüber, wenn mein Node nicht, äh, nicht erreichbar ist, sagen wir mal so. Ja, kann auch mit was anderem zusammenhängen, aber äh, das ist auch schon mal ein gutes Indiz, um einfach zu wissen: okay, ich kriege hier gerade eine Nachricht, meine Node ist nicht erreichbar, ich bin vielleicht im Urlaub. Und es gibt auch, sag ich mal, nach einer Viertelstunde keine Rückmeldung, dass der Note doch wieder erreichbar ist. Dann sollte man vielleicht einfach mal seine Wallet checken, zum Beispiel Zeus. Und wenn die auch nicht connecten kann über Tor, dann kann man wohl da wirklich von ausgehen, dass der irgendwas zu Hause vielleicht äh, nicht ganz richtig lief. Hier sei natürlich auch gesagt, wenn ihr kein ähm, Autologon on drin habt, wovon ich sowieso abrate, dann wird aber nicht die Wallet freigeschaltet. Ich glaube, ihr habt da nicht vollen Zugriff auf euer Node. Aber das ist halt mit Absicht so und es ist ein Security-Feature. Um, auch zu dem Mail-Server nochmal kurz gesagt. Man kann natürlich diverse Services hier installieren, aber das bietet einem natürlich auch immer wieder irgendwo eine gewisse Angriffsfläche. Deswegen immer vorher drauf schauen, was installiert ihr, warum installiert ihr das, braucht ihr das wirklich und was ist denn die Quelle. Ja, damit sollten wir eigentlich hier am Ende sein. Ich werde, wie gesagt, gleich nochmal einen Screenshot einblenden, wenn ich das nicht schon getan habe. Und ja, wenn noch Fragen sind, einfach wie gehabt posten oder in die Gruppe kommen und Fragen stellen. Wenn irgendwo was nicht gehen sollte, einfach melden. Ich habe es durchgespielt und es hat wunderbar funktioniert. Einen schönen Abend noch, einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bleibt gesund und munter. Bis demnächst.